Und dann lassen wir die Motoren aufheulen. Und damit hallo, hallöchen, liebe Sim-Racing-Freunde. Da ist er wieder, der Mackie, und willkommen aus dem morgendlichen Silverstone. Ja, Razer Studios hat uns eine Freude beschert. Und zwar mit dem Beta-Update 1.0.15 kam Silverstone mit ins Spiel. Und am Freitag kam dann Version 1.0.1.6 und beschert uns auch noch die historische Variante von Silverstone. Oh. Ui, 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 ui. Ja. Und ja, die möchte ich euch heute nicht vorenthalten. Ich glaube, Ende des Monats ist dann angepeilt, dass die dann für alle dann verfügbar ist. Also für alle, die den Season Pass natürlich haben. Und die Strecke, das Streckenpaket so wird dann ja, ein paar Euro kosten, wer den Season Pass nicht hat. Die Strecke ist noch nicht final. Oh, vierter Gang. Also, wir sind hier jetzt momentan gerade auf der aktuellen, also auf der modernen Variante unterwegs. Hier alte Start- und Zielgerade. Und ihr seht's, verschalten kann ich mich auch ganz gut. Ich bin hier unterwegs mit dem Caterham. Bin ich lange nicht mehr gefahren. Er macht so viel Spaß. Ich bin dem vorhin schon mal so ein bisschen im Training gefahren. Zusammen mit den Caterham Superlight. Zusammen mit den Ultimate GTR. Oder Ultimate GTR. Auch Street Stocks habe ich hier mitgeladen. Also wir haben hier so ein bisschen Track Day mäßig. Schalten sollte man. Ich werde kein Rennen drauf fahren, keine Angst. Aber weil ich das Fahrzeug noch nicht so unter Kontrolle habe. Und B, weil sicherlich die KI auch noch nicht so angepasst ist. Und ja, ich schalte von an. Ah, der Street Stock hat hier noch ein paar Problemchen, würde ich sagen. Oh, das war zu weit. Aber das sieht doch schon mal gut aus. Also, oh. Der Kollege ist nicht so schnell hier unterwegs wie wir. Der hat ja auch kein Caterham. Danke fürs Rausschubsen. Ich sag ja, ist noch. Hui, da war ein Satz drin. Beinahe den Ultimate GTR hier weggeschossen. Und ich habe mich doch damals echt gefreut, als halt dann gesagt worden ist, Silverstone kommt mit rein, ja. Und es kommt vor allem auch die historische Variante mit. Das war jetzt meine Schuld. Hallo? Ich habe mich doch gesagt, Entschuldigung. Die historischen Varianten kommen auch noch mit da rein. Also eine historische Variante hat man ja schon von Silverstone in Project Cars 2. Allerdings war das irgendeine aus den, ich glaube aus den 80ern oder aus den 70ern, die ich so gar nicht kenne. Ich kenne ja die 90er Variante. Mit der alten Start und Ziel. Und dann halt hier Meckels, Beckels. Ah ja, in seinem Camaro hat ordentlich zu kämpfen, würde ich sagen. Ach, guck doch mal, wie
geil, der auf der Straße liegt, ne? Ui, hallo, guten Tag, wo kommen Sie denn her? Habe ich mein Crewchief gar nicht an? Ich glaube, ich habe den gar nicht an. Oh, oh, oh. Englischer Rasen. Das ist gefährlich. Aber guckt euch an, ne, der Camaro. Bums von unten raus. Aber auch der Ketterhelm hier. Ganz schön biestig, der Kleine. Ob wir hier mal eine Runde zusammenkriegen? Ich meine, es ist schon fantastisch, ne? Diese leichten Höhenunterschiede hier auf der Strecke, dass das... dass das so gut rüberkommt. Auch wie hier die Kurve so nach außen runterhängt. Die Arena... Arena ist das, glaube ich? Ja, ich glaube, der Streckenabschnitt hieß Arena. Und jetzt hier rein in Lafield. Uiuiuiuiuiui. Woodcut Corner. Ich sollte nicht so viel auf den anderen Monitor gucken. Es läuft doch alles. Hier um halben Drift rum um Kops. Und hier der schönste Streckenabschnitt, wie ich finde, hier so schön. Na, auch wie das denn so alles so. Erst fährt man berghoch und dann geht es hier so leicht bergab. Es ist einfach nur fantastisch. Sag ich jetzt mal einfach so. Huch, da wollten wir am vierten zurückschalten. Ja, es sind noch hier diese Kurven. Die Kurvenmarker fehlen noch. Also die Hinweisschilder quasi, 100 Meter noch bis zur Kurve oder 200 Meter noch bis zur Kurve, die fehlen natürlich noch. Wie gesagt, es ist ja noch Beta. Aber macht jetzt schon mal in der Beta schon einen super Eindruck, wie ich finde. Ich bin echt begeistert davon, was Razer Studios hier gezaubert hat. Vierten brauchen wir ja nicht rumschleichen. Drift! Herrlich. Das ist ein richtiges Spaßauto hier. Aber den Ketterhelm würde ich auch mal im Original ganz gerne mal fahren. Wie so ein Camaro sieht er wirklich klein aus. Thank you.
Also ich muss sagen, in Assetto Corsa Competizione kommt die Strecke nicht so geil rüber. Da kommt das mehr sowieso Flachland halt runter, rüber. Aber hier hast du halt richtig... Oh. Richtige Höhenunterschiede, die du auch siehst. Na, das ist halt das Entscheidende dabei. Das war jetzt sehr optimistisch von mir. Ich wollte mal aufpassen. Irgendwie scheint hier die letzte Kurve hier vor Start und Ziel, scheint das irgendwie die Schikane irgendwie ein bisschen anders zu sein in der Variante hier. Um Bestzeiten reiße ich mich jetzt hier gerade nicht. Es geht einfach nur darum, euch mal die Strecke auch mal zu zeigen, um ein bisschen Spaß hier zu haben. Hier stundenlang fahren. Hey! So ein bisschen mit dem Gas gespielt und dann kannst du den Arsch so ein bisschen kommen lassen. Oder das Heck, nicht den Arsch. Ach, es ist geil. Es ist einfach nur geil. Und machst so viel Spaß hier. Oh, das war zu weit. Egal, er kommt trotzdem rum. Wir halten ihn auf der Strecke. Ja, das war blöd geschaltet von mir jetzt gerade. Das war nicht toll. Ja, das sieht hier irgendwie ein bisschen gediegener aus, die letzte Kurve. Egal. Ja, sehr geil. Oh, dass das hier so nach oben so geht. Oder kommt das nur durch das Fahrzeug so rüber? Ich weiß es nicht. Also zumindest in ACC, also in Assetto Corsa Competizione, kommt einem die Höhenunterschiede kommen einem da nicht so rüber wie hier. Ich könnte das stundenlang machen. Aber nein. Umschwenken. Und wir sehen uns gleich. Uiuiui. Auf der historischen Variante wieder. Mit denselben Fahrzeugen natürlich. Warum nicht? Kann man mal machen. So. Da sind wir nun auf der historischen Variante von 2001. Hier stehen wir im alten Boxengebäude jetzt. Ja, und dann wollen wir doch mal loslegen hier. No smoking, also bitte ja. Nicht rauchen. Ich hoffe, das Auto raucht nicht. Und dann wollen wir doch mal erster Gang und dann wollen wir uns doch mal der Gruppe da anschließen und einfach rausfahren. Aus der alten Boxenanlage. Ups, wir waren ein bisschen zu schnell hier beim Gas geben. Ups, kalte Reifen. Ach, da kriegt man ja gleich Schwämmchen.
Schwämmchen vor Freude. Auf der historischen Variante, naja, was heißt historisch, ne? Also von 2001. Ich glaube, 2010 wurde der Kurs dann umgebaut in die moderne Variante, wie wir es jetzt kennen. Gut, dann ist das halt schon wieder auch 10 Jahre her. Hier sind wir ja noch aktuell auch, also auf der aktuellen Variante sind wir ja auch noch unterwegs. Genau. Und hier biegen wir ja auch noch ein. Und ab hier wird es dann schon ein bisschen anders. Hier biegen wir jetzt, ja, normalerweise würden wir jetzt da so weiterfahren nach rechts zur Boxenanlage, zur neuen Boxenanlage. Aber die ist nicht. Also hier ist ja nichts, ne? Noch im Bauen, noch in Planung. Uiuiuiui. Und dann gehen wir hier auf den alten Streckenteil. Ich glaube, in Forza Motorsport 4 bin ich zum letzten Mal die Variante gefahren hier. Also in einem Rennspiel, wo ich mich daran erinnern kann, dass ich diese Variante gefahren bin. Ansonsten halt nur noch die moderne Variante. Oder in Project Cars 2 war es, wo auch so eine historische Variante, aber ich glaube, die war aus den 70er Jahren oder so, glaube ich. Ja, und dann biegen wir hier halt unter dem Streckenabschnitt Brücke, geht es dann halt hier in die alte Variante der, jetzt habe ich es wieder vergessen. Lafiert? Eieiei, Mackie und seine Streckenkenntnis. Egal. Jedenfalls sieht es fantastisch aus. Fantastisch! Hier nicht so Kiesbetten, sondern immer noch. Hier nicht so Asphalt. Asphaltbetten. Sondern Kiesbetten halt noch hier an der Strecke rechts und links. Das ist halt noch. Da ist nicht. Wenn du raus bist, bist du halt raus. Heutzutage ist ja das ein bisschen anders. Wobei ich mich eigentlich entsinnen kann, dass so langsam auch die ein oder andere Strecke oder so ein bisschen zurückrüstet. Also nicht mehr so viel Asphalt aus Laufzonen hat, sondern auch wieder mehr auf Kies geht. Und vor allem hier mit der alten Forsters-Werbung noch. Unsagbar viel Spaß, das Ganze. Ne, da waren wir letztens. Das heißt letztens? Bin ich beim ersten Mal falsch abgebogen? Oh. Zweiter Gang wäre besser gewesen. Echt wieder die Strecke erst lernen, wo es hier lang geht. Das ist schon die zweite Ecke, wie ich mich fast verhauen hätte. Hier unter der Brücke durch, ne? Ach, das war damals so ein Highlight. Und dann fährst du hier rein. So klein Arena-mäßig hier. Einfach nur herrlich. Macht bestimmt Spaß, wenn man da mit alten Tourenwagen oder so fährt hier lang in Silverstone. Müsste ich mal ausprobieren halt mit den Fuscas und mit den Copa Classics. Das ist bestimmt eine Gaudi. Nicht nur hier mit den Caterhams. Muss natürlich die Strecke erstmal noch lernen, deswegen zieht er da. Uiuiuiui. Deswegen zieht er da noch weg. Herrlich. Einfach nur herrlich, kann ich dazu sagen. Oh, oh, oh.
Ist das nicht geil? Entschuldigung, die Kurve habe ich verpennt. Aber sowas schon verpennt. Die zieht gleich ab. Ich kenne den Kurs noch nicht so hundertprozentig. Gib mir noch ein paar Tage Zeit. Dann habe ich den auch wieder drauf. Das ist so geil, ist das. Und auch mit dem Fahrzeug ist das so geil. Ay, caramba. Ja, was kann ich noch großartig sagen? Also ich finde die Umsetzung hier schon mal richtig, richtig klasse. Es kommt einfach, ja, auch so die Höhenunterschiede kommen einfach richtig geil. Oh. Ah, greift ein Ultimate GTA ein. Mein Jungchen, wo willst denn du hin? Ups, verschaltet. Ups, verschaltet. Die können sich nicht einig werden. Ich find's einfach Hammer. Auch die Stimmung hier so. Ach, das sieht authentisch aus. Und macht vor allem viel, viel Spaß. Entschuldigung, das war nicht so geplant. Wir üben noch. Versprochen. Ja, ihr seht jetzt ein bisschen was noch aus der Wiederholung. Und ich sage an dieser Stelle vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich einfach auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschalten würdet. Tschüss, sagt der Mackie. Jui. Thank you.